Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und heute werde ich euch zeigen, wie man eine Schneefarm bauen kann in Minecraft. Und das erste, was ihr dafür tun müsst, ist erstmal gucken, ob in dem Biom, in dem ihr seid, überhaupt Schnee direkt kommt, wenn ihr einen Schneemann macht. Und ihr seht schon, normalerweise müsste jetzt Schnee drunter sein, ist jetzt hier allerdings nicht so. Und wenn das so ist, dann solltet ihr einfach die Farm ein bisschen höher bauen, denn ab der Höhe von 64 Blöcken kann auch in solchen Biomen hier Schnee entstehen. Ich habe dafür hier oben schon mal einen Block hingesetzt. Dann kann ich euch schnell zeigen, wenn ich hier oben jetzt nämlich einen Schneemann hin tue, dann kommt hier trotzdem Schnee, obwohl es theoretisch in dem Biom nicht geht, aber eben diese gewisse Höhe erreicht wurde. Das erste, was wir machen, ist erstmal eine 4x4 große Ebene oder Fläche vielmehr. Die müsst ihr natürlich nicht so in diesem Farbschema bauen, wie ich das mache. Ich finde das nur einfach ein bisschen hübscher. Und dann macht ihr auf der einen Seite insgesamt dann nochmal 5 Blöcke hoch. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ziehen wir das hier nochmal schnell hoch. Sollte dann in etwa so aussehen. Und das nächste, was wir tun, ist, wir platzieren hinten erstmal 2 Blöcke. Ich nehme jetzt einfach mal Seelaternen, damit es hier einfach ein bisschen heller ist. Und davor platziert ihr dann wieder 2 Blöcke. Und auf die Blöcke, die ihr dahinter gesetzt habt, macht ihr dann eine Reihe mit Halbsteinen. Können natürlich auch wieder Halbsteine sein, die ihr möchtet. Ich habe jetzt hier einfach Quarz genommen. Und dann könnt ihr hier einfach noch ein paar Kisten hinstellen, je nachdem, was ihr denn hier oben noch machen möchtet. Aber ich denke, so ein bisschen Lagerplatz kann ja nicht schaden. Und was wir jetzt machen, ist, wir umranden das Ganze einmal mit Fences, also mit Zäunen. Und machen dann hier einmal Fences drumherum, also Zäune drumherum, dass hier quasi nur noch die eine Ecke frei ist. Und dann platzieren wir da jetzt erstmal ein paar Blöcke. Okay, vielleicht soll ich keinen Schnee dafür benutzen, so. Und das werden wir nachher allerdings wieder abreißen, das ist jetzt nur kurz so. Und dann werden wir hier nämlich einen Schneemann beschwören quasi, also zweimal Schnee übereinander, zweimal Schneeblöcke und dann einen einen Kürbis obendrauf. Und dann können wir den nämlich hier in dieses Loch reinschieben von den Zäunen. Wenn er da reingehen würde, ja, perfekt. Dann können wir das hier oben auch schon alles wieder abbauen. Zack, zack, zack. Und wenn wir das dann soweit haben, dann können wir hier nochmal einen Zaun hin tun und diese beiden hier nochmal wegmachen. Und dann können wir auch ein Dach drüber bauen. So. Und das sorgt jetzt nämlich dafür, dass er quasi auf den Halbstein steht, allerdings gleichzeitig irgendwie auch auf diesen normalen Stein. Und dementsprechend kommt jetzt hier jedes Mal auf beiden Steinen einfach wieder Schnee automatisch. Und dann könnt ihr euch jetzt rein theoretisch einfach eine Schaufel holen, in den Game Mode Survival gehen. Jetzt könnt ihr das hier einfach ganz entspannt abfarmen, die ganze Zeit die Maus hin und her bewegen und dann farmt ihr eben super schnell ganz viel Schnee. Ja, und das war eigentlich schon das ganze Tutorial. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Schneemann in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao.